Ein Thema, das die Gesellschaft sehr beschäftigt im Moment, ist die Debatte um die Leitkultur in Bayern, die christliche Leitkultur jüdischer Wurzeln. Da sehen Verbände mit anderen, mit religiösen Wurzeln anders. Sie fordern eine Gleichberechtigung zum Beispiel des Islam mit der christlichen Leitkultur hier in Deutschland, in Bayern. Also hier muss man schon sehr genau unterscheiden. In dieser Welt, in der 7 Milliarden Menschen wohnen, in der also mehrere 1,2 Milliarden Islamisten sind, gilt es natürlich, sie tolerant zu sehen, mit ihnen tolerant umzugehen. Aber das geht vice versa genauso für das Christentum. Die über 1 Milliarde Christen auf dieser Welt und im Besonderen die Geschichte des Christentums in Europa ist prägend in der ganzen Kultur des europäischen Abendlandes. Und daher kann man nicht einfach sagen, gleichberechtigt bedeutet gleiche rechtliche Möglichkeiten in der Finanzierung durch den Staat, sondern die können hier frei leben. Die Religionsfreiheit ist bei uns im Gegensatz zu allen islamischen Ländern im Grundgesetz verankert, auch in der Bayerischen Verfassung verankert. Da ist nichts daran zu deuteln, aber so ist es auch nicht hinzunehmen, wenn man den Mohammed verunglimpft. Aber es wäre ja auch nicht hinzunehmen, wenn man Christus verunglimpft. Und so dass ich eher sagen muss, in manchen brauchen wir wieder ein Stück Gleichberechtigung. Was ist das Resümee? Man muss nicht bigott sein, man muss wissen, woher man kommt, um zu wissen, wohin man geht. Und dieses Europa wäre anders gestaltet, kulturell völlig anders, wenn es nicht geprägt wäre von der Würde des Menschen, ihrer schöpfungsgleichen Verantwortung und ihrer Nächstenliebe aus dem Gebot, auch wenn wir es nicht immer halten. Aber es ist natürlich ein Postulat, das in der ganzen Welt letztlich zum Maßstab gemacht wird, bei Verurteilungen, bei Beurteilungen. Also ich sage, wir gehen so gut mit dem Islambereich um, wie kein islamisches Land mit uns umgehen würde. Wir wollen aber auch weiter so sein. Herr Professor, Sie sind Ehrenvorsitzender, wenn ich mich nicht irre, vom katholischen Männerverein in Tuntenhausen, gilt als das politische Zentrum des Katholizismus in Bayern. Und ich will erinnern an ein, zwei Leitlinien oder auch Aussprüche aus vergangener Zeit von Ihnen, auch zum Thema Homosexualität als nicht naturgemäß und dass es auszudünnen gilt am Rand der Gesellschaft. Wie stehen Sie heute dazu? Also vom Ausdünnen habe ich nie was gesagt. Das würde ich auch völlig ablehnen. Die Frage contra naturam vivere, wie ich es lateinisch formuliert habe, ist eine subjektive Auffassung gewesen. Ich halte sie nicht aufrecht. Ich muss nur sagen, es ist wichtig, und das halte ich aufrecht, dass das Grundgesetz und die Verfassung der Familie einen Vorrang einräumt. Weil für unsere Gesellschaft der Kitt die Familie ist und sie hat den vordersten Rang. Wenn jemand gleichgeschlechtlich zusammenleben will, dann sei es ihm gewährt. Aber dies dann auch noch gleichberechtigt zu stellen vor Familien in ihrer Verantwortung für die Zukunft und die nächste Generation, da beginnt die Kante dessen, was schwer zu vermitteln ist. Sie sind aktuell Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung. Eine Stiftung, die sich um politische Kultur und auch um Ausbildung im politischen Bereich kümmert. Was genau ist Ihr Ziel in dieser Funktion? Also diese Stiftung, die ja der CSU nahe steht, aber politisch, organisatorisch und wirtschaftlich qua Gesetz unabhängig ist, hat als Ziel die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Mit unserem Engagement in 60 Ländern der Erde geht es fast immer darum, den Menschen ein Stück Freiheit zu geben, eine Hilfe zur Selbsthilfe zu vermitteln. Daher beginnt das bei der Agrikultur, geht über die Ausbildung junger Menschen und geht hinein in die Frage der Mitmenschlichkeit, der Toleranz, der Entwicklung von Demokratie, Frieden und Freiheit. Herr Professor, ich bedanke mich fürs Dasein. Heute war unser landespolitisches Gespräch ein wenig besinnlich. Wir haben abseits der Tageshetze und abseits des virulenten Wahlkampfes uns über Kultur, Wissenschaft, Forschung unterhalten. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie einige wichtige Punkte benannt haben. Vielen Dank. Ich danke auch. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.